Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes: Wir bauen gerade die Geräte ab. Und zwar die TV-Geräte aus folgendem Grund. Uns ist aufgefallen. Oh, ist da jemand draußen? Nee, ist er nicht. Uns ist aufgefallen. Pass auf, ja. Wie ihr sehen könnt, da sind ja unsere Handschuhboxen. Ja? Sprich, da waren noch zwei Fernsehgeräte. Wir sind jetzt hier über ein Jahr in diesem Geschäft und uns ist aufgefallen, dass ein Fernsehgerät nie läuft, wenn der andere da ist. Sprich, was ich damit sagen will, ist, wir haben immer, jeden Tag, jeweils mindestens zwei Kunden, die gleichzeitig tätowiert werden. Und der Sinn dahinter war, dass jeder ein Fernsehgerät hat und es beliebig benutzen kann. Denn wir hatten Kopfhörer für die Geräte. Aber uns ist auch noch aufgefallen, dass, ja, seit gut, ich glaube, anderthalb Jahren, fast anderthalb Jahren, keiner den zweiten Fernseher benutzt, sondern nur meistens die Leute im Gastbereich. Wenn denn, dann zocken die da kurzweise irgendwie auf, ja, weiß nicht, der Kunde wartet auf seine Freundin, weil die gerade noch schnell tätowiert wird oder halt irgendein Familienmitglied, wie auch immer, oder ein Freund, Freundin, immer so weiter, pipapo, einfach so, macht die Leute froh. Jedenfalls haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen beide Geräte ab. Wie ihr sehen könnt, kommt mit nach Hause, kommt nicht mit nach Hause. Wir werden ein Gerät, schönes, großes Gerät. Erst haben wir gedacht, wir machen einen Beamer ran, weil das wäre die optimale Position hier, die dann natürlich hier schön auf die Wand strahlen kann. Und ja, aber das Problem ist, wenn hier oben unsere schönen, ich nenne sie immer das Himmelstor, wenn die leuchten, haben wir natürlich ein Problem. Und zwar erkennst du denn nichts mehr, wenn der Film läuft. Oder halt, ja, eine Serie. Oder halt, wie auch immer, irgendein Hintergrund. Denn das wäre zu hell. Klar gibt es gute Beamer da draußen, wo man sagen kann, ja, das passt, aber nee, ist uns zu riskant, denn wir wollen weiterhin, dass die Leute dabei abschalten können. Deswegen Fernsehen gucken oder Musik hören. Aus dem Grund, weil es lenkt dich einfach ab von dem Schmerz, denn die Leute sitzen ja hier eine gewisse Zeit. Deswegen einen großen Fernseher gekauft. Ja, und zwar haben wir einen Samsung-Fernseher geholt, einen schönen großen. Den können jetzt alle nutzen. Also sprich, man sucht sich zusammen einen Film aus, weil so ist es sowieso die ganze Zeit. Und ich bin schon wieder im Schatten, aber ja, das liegt daran, weil hier gerade alles dicht gemacht wird. Aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier ist das gute Stück. Das wird im Laufe der Woche, also wenn dieses Video hier rauskommt, wird der Fernseher bereits hängen. Ja, finde ich geil. Voll Bombe. So muss das sein. Ich höre Stimmen. Jedenfalls hoffe ich, ihr da draußen, unsere Tintenfüller-Army und die es noch werden, dass ihr zufrieden mit uns seid, wenn wir das Ganze jetzt hier umbauen. Aber ich glaube ja, weil so kann auch der hintere besser sehen, weil, wie gesagt, alle haben immer nur auf einen kleinen Monitor geguckt. Ich glaube, das waren 80 cm Bilddiagonale. Das ist okay für einzelnen Kunden, weil er direkt davor sitzt, aber es starren immer, wie gesagt, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, gleichzeitig auf den Fernseher und ja, macht in dem Sinne keinen Sinn bei einer 80er Bilddiagonale. Deswegen kommt da jetzt ein 58 Zoll Monitor hin mit 146 cm Bilddiagonale. Ja, würde ich sagen, hat sich gelohnt. Voll geil. Bombe. Ja, ich weiß noch nicht, was weiterhin gedreht und gefilmt wird, aber bleibt dran. Peace. T-Shirt kaufen. Manuel, heute ausnahmsweise mal bei der Arbeit. Dann passt mir das gar nicht. Boah, vor allem geil, da freut mich richtig drauf. Das müssen wir mal zocken hier. Ja. Richtig. Kann man leider erst ab drei Personen durch. Na. Zu zweit kann man richtig. Nicht. Nee, Roxy, dann du. Dann richtig fett hier. Du. Roxy, du Ecke. Spielt mehr Gesellschaftsspiele. Ah, so, das ist richtig geil. Der Teig vor. Das sieht richtig kompliziert aus. Oh, ja. Beim Entkalken der Maschine? Ich hab keine Ahnung, wie man das spielt, ne? Das ist schon ein bisschen länger her. Wie gesagt, bei mir ist das gefühlte 3000 Jahre her. Vor allem, ich sehe gerade, man kann es individuell noch erweitern, ne? Es gibt ja, genau. Dieses Basisspiel. Genau. Und dann kannst du hier Themenerweiterung mit das Wasser war schon immer so. Und dann, Alter. Das war schon immer so gewesen. Das ist schwer gefährlich, ne? Ja. Da werde ich wieder. Das ist so ein Suchtding. Da werde ich wieder eskalieren. Was denkst du, wie wir immer aufgebaut hatten? Guck mal, hier Piraten und so, das ist ja voll geil. Bist du manchmal in eine Hütte reingekommen und da waren die Felder aufgebaut? 90 bis 50, 150 Minuten. Ja. Bist du mal fertig? Natürlich nicht. Ach, wo ist denn dein Loch eigentlich? Hinten hast du da. Manuel war beim Friseur und wurde heute misshandelt. Mann, das Loch habe ich schon immer gehabt. Dafür habe ich den Friseur geklatscht, weil er mir die Haare sonst wie gemacht hat. Manuel ist zum Schläger mutiert. Naja,
Ich finde, der ist auch ganz schön aggressiv geworden. Na, irgendwas stimmt in seinem... Ja. Mani ist transvestiert. Der ist nicht ausgelastet, ist alles. Nadine GmbH tut ihm nicht gut. Ja. Abele bitte nicht diesen Namen momentan. Ja, Nadine. Oh, was? Oh, wieso? Was ist denn los? Oh, das schneiden wir sofort rein. Ich wollte gerade so... So wie es sich anhört. Lecker Beef. Ich bin Nadine, der ist mal bei Saskia. Heißt du nicht Saskia oder war das Ulrike? Er hatte da mehrere. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche das von den 3000 Frauen waren. Ah, ich liebe es. Die Hände zum Himmel. Quadron? Cheyenne Pen. Wer wollte ihr Gesicht? Ego Grips? Die Tat ist erst vor kurzem geschehen. Wieso heißen die Dinger Ego Grips? Weil die für Egoisten sind. Ja, der Herr, wie geht's auch wieder? Welche denn Ego Grips? Weißt du, die Dinger? Hm? Na, weil du die alleine aufsteckst, das sind Egoisten. Ego-Dips. Ne, deswegen hatten wir ja gerade. Die sind halt immer alleine, ne? Ist das sie? Ja. Ey, ihr Hässlichen. Wieso, du wolltest ihn noch haben? Den hast du auf dem Stick. Das ist dann dein Stick. Warum läuft der jetzt, wenn ich ihn heute Abend gucken? Der, ey, vor allem jetzt, wo er schon fast zu Ende ist. Weil du auch so viel mitbekommen hast, ne? Vor allen Dingen ist es auch voll dein Film. Das ist null deine Kategorie. Dass ich ein bisschen Action für dich. Guckst du gar nicht. Du, ey, es ist nicht Bumblebee-Style. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, es ist kein Bumblebee-Style und du brauchst halt immer so Dialoge wie, warum liegt mir eigentlich Stroh? Lass dein Maul, lass Alarm! 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 Ich hab's leider immer noch nicht gesehen. Ja, das handelt sich wohl um ihrem Schwager. Ich kenne ihn. Alter, setz den Hut auf. Ja, wirklich. Nein. Alter, was denn? Der sieht, ja, wollte ich gerade sagen. Das ist Kurt Cobain, Mann. Nee, das ist einer von den Backstreet Boys, ja. Der gestorbene. Kurt Cobain hat da nie Kokszwang und so von Kurt. Genau. Cobain hat da mehr Heroin durchgegeben. Ja. Ja, nee, Kurt Cobain Kurt war... Kurt Cobain war eher Heroin-Junkie. Ja, der war Age. Der war Age. Ja, natürlich. Ey, wollten wir uns nicht mal ein bisschen zusammenreißen hier, wenn die Kamera an ist? Nein, wieso? So sei wir immer so ein Daily Shop. Na, Berlin Tag und Nacht halt. Okay. Die Zeit ist sie abgelöst. Kokain ist doch gar nicht schlimm. Zum Glück, dass die Kamera auf dich gerichtet ist. Kokain ist schlimm. Keine macht den Drogen. Kokain ist nicht schlimm. Nur wenn man es sich in die Nase zieht, ist es schlimm. Kannst du bitte mal nochmal, was dein Kunde gestern gesagt hat, wie ist der Film nochmal? Ja? Paul Kalkbrenner von Berlin Calling. Naja, jetzt wisst ihr, worüber wir gestern geredet haben. Den brauche ich noch. Muss ich mir irgendwo leihen. Berlin Calling musst du dir irgendwo leihen? Na, aus einer Videothek. Guck doch mal in der Videothek, die befindet sich hier hinten rechts. Also eine Fäkalsprache hier, ja? Sprach der größte Scheißer. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann, was zwei Sachen hat, sind Brüste. Das Schlimme ist, irgendwann musst du ja dein Kind, laufen lassen, beziehungsweise... Ich bin ja auch, wenn ich mal höre, ich bin auch voll früh mit dem Bus zur Schule gefahren. Ja, du, die Zeiten haben sich aber geändert. Ist nicht mehr. Bei uns war es noch ganz anders. Ich bin damals 3 bis 5 Kilometer zur Schule gelaufen. Ja. Über ein Feld, durch den Wald. Heutzutage kannst du das dann nicht mehr machen. Es du wirst niemals alleine irgendwo hingehen. Es ist nicht die Kamera, es ist der Bauch. Stimmt? Oh, scheiße. Da weiß ich endlich mal eine Frau zu lernen. Also Freunde der Sonne, nach 4 Stunden Hackzeit tut es dann irgendwann nochmal weh. Aber nur wenn du so rüberstreichst mit voller Gewalt. Hier mit dem Tuch. Mit dem Tuch, was ich vorher befeuchte. Wahrscheinlich auch so Stacheldraht unten dran. Sieht aber schon schön aus, muss ich sagen. Schönes Motiv. Ein richtiger Bumper. So Leute, das ist jetzt der neue Fernseher, der hier sich an der Wand befindet. Sieht jetzt schon wieder relativ klein aus, aber geht ganz... Ja, geht eigentlich klar. Ist ein 58 Zoller. Kann man mit leben. Kabel hängt natürlich jetzt hier noch so wie, ja,
ne? Wie man es natürlich nicht macht. Sieht aus, als hätte das jetzt wieder Harald rangemacht an der Wand, aber nee, ist nicht der Fall. Löcher werden noch zugemacht, wird alles hier neu gestrichen. Wobei ich schon überlege, oben so eine Barock-Tapete ranzumachen, ist nämlich viel geiler. Aber da muss ich mal mit Holger drüber reden. Ja, jedenfalls wird es hier noch umgeändert. Das dauert bei uns immer ein bisschen, bis da wieder weitergemacht wird. Man kennt ihn, würde ich sagen. Unten wird jetzt auch wieder alles neu gestrichen. Kommt eine andere Farbe ran. Und danach kommen so ein paar Marmor-Fliesen hier Fliesen ran. Ne? Hätten wir schon mal Bock drauf. Würde ich feiern. Und sollte eigentlich auch so passieren. Mal gucken. Jo, das war's mit dem Vlog. Deswegen habe ich das hier noch schnell gedreht, damit wir ein Ende haben. Und ich auch mal wieder sage, aktiviert die Glocke, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert uns. So, bis dann, Antenne. Wir sehen uns im neuen Video. Puh.